Hallo liebe Leute, und nun bewundern wir den fast fertigen Wispig-Felsen einfach mal in Diddy Kong Racing. Nein, wir wollen weiter. Wir haben nämlich etwas noch vor uns. Und jetzt will ich mal gucken, wie es bei den Fröschen aussieht. Immer noch nicht wirklich verändert, also immer noch nicht der Frosch da, den ich haben will. Schade eigentlich. Okay, aber diese Frösche werden wir noch weiter im Auge behalten. Sprich, sobald wir... Okay, den wollte ich jetzt nicht platt fahren. Naja, wir werden ihn auf jeden Fall noch hoffentlich sehen. Müssen wir einfach noch ein bisschen geduldig sein. Irgendwann wird er schon kommen. Na, wie auch immer. Wollen wir mal weiter? Hey, bleib stehen. Genie. Genie. Ich will ein anderes Gefährt. Wobei, bräuchte das? Ja, will ich. Gib her. Genie. Na, endlich. So, ich will nämlich mit dem Hovercraft fahren. Und dann werden wir uns jetzt auf jeden Fall zur vierten Welt begeben. Deswegen fahre ich jetzt mal in diese Richtung gegen die Wand. Nein, viel besser. Wir fahren durch die Wand durch. Einfach mal durch den Wasserfall und landen in die vierte Welt, die mal hinter einem Wasserfall versteckt sind. Ja, Leute. Das ist die vierte Welt. Die ist eine komplette Stadt oder ein komplettes Dorf. Okay. Und wir haben auf jeden Fall wieder vier amüsante Strecken hier. Allerdings sind die wieder größtenteils im Auto. Einmal kann man sogar fliegen, soweit ich das noch weiß. Naja. Ich denke mal, wir fangen wirklich hier links an. Okay, auf geht's! In die Windmühlenmine. Ja. Und das wäre auch schon gleich direkt das erste Fluglevel. Okay, dann würde ich mal sagen, auf geht's! Startet die Motoren. Und los ziehen wir! Okay, jetzt will ich mal was versuchen. Nämlich kann man hier auch ein bisschen tricksen in diesem Spiel. Mit dem Flugzeug kann man auch, wenn man das drauf hat, auf diese Turbopfeile auch einen Turbo machen. Klappt allerdings nur, wenn man wirklich lang genug den Flieger wirklich Richtung Boden hält. Weil sonst klappt das nicht, wenn man da einfach nur ganz locker drüber gleitet. Und das klappt, wie gesagt, nur wenn man richtig weit genug über den Boden fliegt. Naja, mit etwas Übung kriegt man das auf jeden Fall auch hin. Und das ist im Prinzip schon interessant, dass man so in diesem Spiel alles rausfinden kann. Man muss halt nur wissen, wie. Ich finde diese... Stroh oder diese Heuhäufchen hier ziemlich amüsant mit diesen Gesichtern. Ja, naja. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. So. Na gut, das kriege ich bei der Windmühle jetzt leider nicht hin. Na, was soll's. Kann auch nicht immer so klappen. Aber dafür klappt es bei den anderen Turbos und wir sind auf jeden Fall den Computer schon sehr weit voraus. So. Wir fliegen hier durch die Welt. Wir haben es bald geschafft und wir erreichen das Ziel irgendwann. Okay, wir waren gerade danach irgendwie. Wie auch immer. So, wir sind auf jeden Fall schon in der zweiten Runde. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass wir nicht mehr verlieren können. Na gut, wir können schon noch verlieren. Ich meine, wenn ich jetzt warten würde auf die Computerfahrer oder Flieger in dem Fall, dann würden wir auf jeden Fall locker verlieren. So. Okay, den Magnet, das war sinnlos, den jetzt überhaupt zu haben. Ich meine, was bringt mir wirklich ein Magnet, wenn ich vorne bin? Eigentlich gar nichts. Den kann ich wirklich benutzen und dann ist er sowieso schon futsch, weil er mir wirklich gar nichts bringt. Okay, Windmühle, ich bin weg. Wunderbar. Okay, diesen, ja, scheiß auf den Turbo. Einmal können wir ruhig auch dran vorbeifliegen. Okay, das kriege ich auch nicht, scheiße. Na, was soll's. Wir sind ja sowieso fast am Ziel und die Computer kriegen uns sowieso nicht mehr. Das ist doch schon mal sehr schön. Und wir machen einfach mal eine Ölwolke. Mit dem Flugzeug machen wir Ölwolken, mit dem Fahrzeug einfach mal eine Ölspur. Ja, egal. Wir sind erster, Leute. Wir sind glücklich und bekommen somit einen Goldballon. Von unseren allerliebsten Genie. Elefanten. Ja, dann rück mal raus. So, das wäre Nummer 1. Bleiben noch drei weitere Leute. Okay, aber die, denke ich mal, werden auch nicht allzu schwer. Okay, Greenwood Village, also Grünstadt. Das wird schon etwas heftiger, die Strecke. Wobei diese Stadt, diesen Aufbau finde ich hier schon sehr schick. Wenn ihr euch das mal ansieht. Man könnte wirklich bald meinen, die hätten hier so eine Art Festival. Naja, was soll's. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall hier fahren. Aber hier ist die Musik auch wieder.
wie man es schon bei einer anderen Strecke kennt. Wenn du gerade am Überlegen, bei welcher Strecke wir die Melodie schon mal gehört haben. Naja, was soll's. Komme ich jetzt noch auf die Schnelle nicht drauf? Okay, hier kann man auch irgendwo abkürzen, bei dieser Strecke genau. Natürlich muss man es hinkriegen. Diese Abkürzung ist schon etwas schwieriger. Weil da muss man wirklich diesen Driftstil hier schon mächtig drauf haben. Okay, na, das war voll daneben. Egal. So, aber ich glaube, mir fällt gerade ein. Ich glaube, bei der letzten Strecke hatten wir die Melodie schon. Also bei der Strecke hier vor diesem Dorf. Naja, deswegen kam die mir auch gerade so bekannt vor. Egal, auf geht's. Ich muss jetzt auf jeden Fall von dem vierten irgendwie gucken, dass ich wieder auf den ersten komme. Okay, der Magnet hat mir jetzt nicht allzu viel gebracht. Ich würde sagen, die Abkürzung ignoriere ich einfach mal. Und ich fahre den normalen Weg. Ist sowieso sicherer. Ich glaube, diesen Abkürzungsweg muss ich sowieso nur fahren, sobald ich bei den Silbermünzen bin. Und dann muss ich erstmal hinkommen. Zur Silbermünzen-Herausforderung. So, und, fast sind wir wieder Erster gewesen. So, okay, ich muss an dir vorbei. Ich bin einmal weg. Ich hab's nämlich eilig. Okay, Leute. Na, verdammt. Nimm das. Okay. Klappt ja schon mal wunderbar. So, dann hier noch rum. Und dann haben wir es gleich schon geschafft. So, den Turbo haben wir wenigstens diesmal einmal gekriegt. Okay, jetzt muss ich nur diese Kurve hier schaffen. Wunderbar. Und ab ins Ziel. Halt, halt. Oh, scheiße. Okay. Was soll's. Wir sind Erster, das reicht schon. Da ist dieser Turbo-Frei jetzt auch egal. Naja, zum Abschied haben wir jetzt noch einmal uns von der Seifenblase hochtragen lassen. Ach ja, Leute. Somit haben wir das geschafft. Zeit für den nächsten Goldballon. Danke. Okay, bleiben noch zwei weitere. Wobei, ich sollte auch noch nach den Goldschlüssel Ausschau halten. Da muss ich gerade auch nochmal überlegen, wo ich den jetzt finde. Also bisher habe ich noch nichts Auffälliges gesehen. Ich glaube, das muss ich wahrscheinlich auch wieder auf Screen suchen. Naja, müssen wir mal schauen, ob wir was finden. Ich glaube, der war sogar hier. Bin mir aber jetzt gerade echt nicht mehr ganz sicher. Okay, was für ein heftiger Start. Also, dass das jetzt so viel laggt hier in diesem Spiel. Wow, das finde ich echt schon enorm. Aber wir haben wenigstens wieder ein Hovercraft, welches wir fahren dürfen. Oh Gott. Und ich fahre wie eine besenkte Sau. Ich meine, der Schlüssel befindet sich irgendwo da draußen. Muss ich allerdings erstmal gucken. Ich fahre erstmal diese Strecke und dann können wir mal schauen, ob er sich dort befindet. So, okay, einmal hier. Wow, wow. Können wir sagen, ich fahre hier lang? Ah, verdammt, ich habe doch nichts gesehen. Egal. So, und das finde ich bei dieser Strecke hier richtig genial, bei der, die wir gerade fahren. Falls euch noch nicht aufgefallen ist, hier ändert sich die Melodie von Gebiet zu Gebiet. Also sprich, wenn wir im Wasser sind, hört sich die Melodie so an. Ihr müsst auf jeden Fall jetzt mal wirklich drauf achten. Naja, auf jeden Fall, sobald wir dann Richtung, also beim Schloss sind, ändert sie sich so. Also wirklich schon schlossmäßig. Und jetzt bei diesem Abwasserkanal auch noch einmal. Das finde ich schon richtig klasse. Wirklich drei verschiedene... ja. Es ist zwar auf dieselbe Melodie basierend, aber... mit drei verschiedenen... ja, Richtungen, sage ich jetzt mal. Ist schon sehr amüsant gemacht bei dieser Strecke. Also das finde ich wirklich bei dieser Strecke schon sehr geil gemacht. Kann ich gar nicht anders sagen. Auch wenn die Strecke an sich auch wieder sehr kurz ist, aber sie ist schon sehr schön gestaltet auch wieder. Ich mag diese Strecken einfach. So, und einmal Turbo. Und noch einmal. Way! Okay, Leute. Ich glaube, den Sieg haben wir gut in der Tasche, aber ich muss gleich, wie gesagt, wirklich mal gucken, ob ich den Schlüssel da finde. Den Goldschlüssel, da werde ich... das werde ich noch in dieser Aufnahme machen. Ah, ich bleibe hier am Baumstumpf hängen. Na toll, das ist in der letzten Runde. Ausgerechnet in der letzten Runde bleibe ich bei so einem Baumstumpf hängen. Aber trotzdem, wir haben gewonnen. Sehr schön. Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal nach, ob der Schlüssel da ist. Aber erstmal nehmen wir den Ballon in Empfang. Dann gib mir den Ballon, Genie. Rück ihn raus, sonst gibt's Saures.
Du hast nämlich nichts Süßes verdient. Okay. Dafür, dass er wirklich diese ganzen Ballons einfach mal für sich behält und erst rausrückt, wenn wir ein Rennen gewinnen. Okay. Also ab nochmal zur Felsenschlucht. Rein da. Wir können sogar rückwärts da reinfahren. Das finde ich auch schon krass. Ja, in dem Fall können wir leider nur das Hovercraft fahren, weil es eine komplette Wasserstrecke ist. Theoretisch hätte man hier doch den Flugzeug einbauen können, aber das hätte das Ganze nicht so schön gemacht, finde ich. Und los! Auf der Suche nach dem Schlüssel. Und dann wollen wir mal gucken, ob er wirklich da bei der Burg ist. Ich hoffe es, dass das so war. Weil ich meine mich so entsinnen zu können. Es kann auch sein, dass da irgendwas anderes war. Wollen wir mal schauen. Wie sieht es unter dieser Brücke aus? Da ist es näher, okay. Wahrscheinlich ist das auch nur so eine Art Umweg, den man hier fahren kann. Schade. Dann ist hier doch kein Schlüssel. Naja, einen Blick wollte ich auf jeden Fall trotzdem geworfen haben. Nicht, dass ich es nachher bereue, dass ich hier nicht geguckt habe, aber... Naja, schade. Okay, dann muss ich diesen Schlüssel wahrscheinlich wohl auch noch suchen. Wie es aussieht. Aber ich denke mal, den werden wir auch noch finden können. Wobei, da ist die Glocke. Ich will mal kurz gucken. Ja, jetzt können wir nämlich da hochfahren. Ich habe ihn auch gerade gesichtet. Scheiße. Okay, Leute, den Schlüssel holen wir uns auf jeden Fall noch. Jetzt, wo ich ihn gesehen habe. Natürlich müssen wir dazu nur diese Brücke hochfahren, wie ihr gerade gesehen habt. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Okay, und wir sind oben. Und da ist er. Yay, der Schlüssel gehört uns. Im Prinzip ist diese Glocke eigentlich auch dazu da, um die Gegner dazu zu bringen, den Umweg zu fahren. Egal. Das haben wir auch schon mal. Diese Tür wäre schon mal geöffnet. Sehr schön. Da bin ich echt froh drüber, dass ich das doch noch gefunden habe. Und im Prinzip ohne groß rumzusuchen. Also ohne groß rumsuchen zu müssen. Im Prinzip muss ich wirklich nur bei der dritten Welt schon etwas mehr suchen. Aber gut, eine Strecke haben wir noch. Nämlich den Zauberwald. Und hier ist die Musik auch richtig genial. Am liebsten würde ich dieser ganze Strecke lang einfach nur schweigen, damit ihr die Melodie lauschen könnt. Weil sie ist echt genial. Und los! Nee, egal. Ich muss euch auch irgendwie unterhalten. Wenn ihr die Melodie hören wollt, dann könnt ihr ja bei YouTube die ganzen Streckennamen eingeben. Und da findet ihr auf jeden Fall die Melodien. Aber ich finde die Musik hier richtig klasse. Muss ich echt sagen, das ist einfach nur Hammer. Ich finde sowieso den Composer bei Rareware schon richtig klasse. Der hat sogar wirklich geile Musikstücke bei Donkey Kong Country komponiert. Deswegen finde ich die Spiele, also die Rareware-Spiele schon allein wegen den Melodien auch richtig klasse. Weil der hat da wirklich geniale Arbeit geleistet, der Komponist. David Wise ist sein Name, meine ich. Und ich finde ihn einfach nur klasse. Und ich glaube, der macht auch heutzutage noch Melodien für Rareware-Spiele. Da bin ich alles täuscht. Okay, jetzt muss ich nur hier... Okay, wunderbar. Also gut, Leute. Das ist schon die letzte Runde. Eine sehr kurze Strecke. Viel zu kurz. Für diese schöne Melodie. Egal, Leute. Ab ins Ziel. Und somit haben wir die ersten Strecken schon mal geschafft. Also, die Hauptstrecken haben wir schon mal alle absolviert. Die Goldballons haben wir. Sprich, beim nächsten Mal können wir dem Boss schon einmal gegenübertreten. Oh je. Habe ich Lust dazu? Ich glaube nicht. Oh je, der Boss wird echt schon schwierig. Aber das werdet ihr erst beim nächsten Mal sehen, wie der Boss ist. Ich weiß nur, ich mag ihn nicht. Also das ist der Boss, den ich wirklich am meisten hasse in diesem Spiel. Aber gut, Leute. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier erstmal und beim nächsten Mal fliegen wir mit dem Boss um die Wette. Jetzt habe ich euch schon was vorweggenommen, also sage ich bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.